unser erstes Visitor Center in Jurassic World Evolution. Und es gibt anscheinend drei Divisions. Achso, nein, umgekehrt. Die drei Abteilungen haben auch spezifische Center noch. Ein Science Center, ein Innovation Center und ein Security Center. Okay. Visitor Centers geben mir halt, je nachdem, wie viel Ruf ich habe, bei den verschiedenen Divisions gibt es da anscheinend Umsatz. Ich kann auch verschiedene Visitor Centers vom gleichen Typ bauen, um mehr Umsatz zu machen. Aha. Was haben wir denn hier? Wir haben dieses Visitor Center jetzt hier. Ich kann nicht weg. Zoomen. Ich bin noch sturmgeschützt, was ganz nett ist. Das macht 14.000 Profit pro Minute, das ist ganz nett. Das ist angeschlossen mit einem Pfad. Operational. Okay, ich habe ein bisschen mehr mir erhofft, dass ich mir das irgendwie angucken kann. Dass man irgendwie Sachen einstellen kann mit so Schwerpunkten, aber anscheinend nicht. Ein bisschen enttäuschend. Das sind mit so die Hauptgebäude, die man auch aus den Jurassic Park und Jurassic World Centern kennt, die immer sehr wichtig sind. Wäre natürlich eigentlich ganz cool, wenn die ein bisschen zentraler liegen würden. Aber mein Gott, geht auch. Vielleicht kann ich ja nachher hier eine Monorail bauen, die dann in das andere Gebiet fährt, wo ich dann da noch ein weiteres Fleischgehege, ein Fleischfressergehege aufmache. So, wie sieht es denn hiermit aus? Sind immer noch unterwegs, weil ich so lange in dem Baumenü war. Na dann. Ich will ein paar Sachen erforschen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So hier. Research. Building Upgrades. Outage Protection. 10% ist auch so eine Sache. Erst auf der nächsten Isla Penna können wir das nächste erforschen. Na, guck, 20%. 10% schneller ausbrüten. Ein Hatching Bay. So, gar nicht so, so schnell muss man die eigentlich gar nicht. Aber Success Rate klingt ziemlich cool. So, schon Kingosaurier. Na, wir kommen da weiter. Der ist schon bei 90%. Egal, machen wir trotzdem. Können wir dann mehr Modifikationen reinstopfen? Noch so eine Unterbodenbeleuchtung und Spoiler für den Saurier. Dann wird er noch besser. Man sieht auch so auf einen Blick nicht, das finde ich auch ein bisschen blöd, nicht was die bebaubare Fläche ist. Erst wenn man ein Gebäude bauen möchte, zum Beispiel, und man am Rand so lang fährt, dann sieht man, okay, hier geht es noch weiter. Okay, könnte ich überall noch bauen? Ich habe noch so viel Platz. Ich nutze es gar nicht aus. Sollte ich eigentlich? Mache ich mit den neuen Sauriern. Ich glaube nicht, dass ich die Fleischfresser in ein Gehege stopfen sollte. Das erscheint mir nicht besonders klug, ehrlich gesagt. Das mache ich auch nicht. Das heißt, in welche Richtung breiten wir uns aus? In die hier. Können wir schon mal den Weg rüber bauen. Was auch nicht geht, oder ich stelle mich halt vielleicht zu doof an, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass man so schön runde Wege baut. Aber man kann immer nur so ziemlich eckig. Selbst wenn man so kleine Stufen macht, dann ist auch mal so eine Kante drin. Das Einzige, was man hat manchmal, ist, kann man mit Control oder Shift irgendwas machen? Ne, mit Shift komme ich nur. Mit Alt? Ne. Wenn man so einen Endpunkt hat. Eben hat man es gesehen, wenn ich jetzt hier von hier nach da bauen möchte, dann macht er manchmal wie so eine Art Kurve. Also wenn ich hier schon einen Weg habe, wahrscheinlich muss ich erst den Weg bauen. Leertaste für Kurven, sagt der UI lesen. Oh, da unten. Oh, danke Dojo. Ich kann nicht, was dazwischen ist. Da unten stehen ja Sachen. Danke. Das habe ich irgendwie nie. Stimmt, da unten stehen ja manche Sachen. Ja. UI lesen und so. Stimmt. Danke. Also ich habe mich schon gedacht, dass es irgendwie gehen muss. Das wäre irgendwie komisch, wenn es nicht gehen würde, aber ich habe es halt nicht gefunden bisher. Vielen Dank.
Kleiner Stromausfall. Aber geht noch. Der Hubschrauber kommt gerade zurück mit neuen Fossilien. Wie viele Besucher haben wir denn im Moment so? 2000. Es werden auch gerade nicht mehr. Da fehlt einfach der Anreiz. Wir müssen schon noch ein bisschen was aufpimpen hier. 4 Sterne nur. Trinken und Essence. Alles irgendwie nicht so. Die sind alle so. Wir müssen mal hier ein bisschen vorwärts kommen. Oh, kein Strom gerade. Ist ja witzig, die Anzeige dafür. Noch 3 Minuten. Kann man es irgendwie reparieren eigentlich? Mal irgendwas machen. Disease contracted. Miss. Was ist denn da los? Was hat er denn? Bracken Poisoning. Das können wir zum Glück behandeln. So, Ranger, macht mal euer Job. Request acknowledged. Sehr schön. Ich kann einfach schon mal anfangen, weil ich habe echt genug Geld. Man muss dieses Spiel echt nicht so auf Effizienz spielen, weil die auch nicht, so blöd klingt, auch nicht wirklich schwer sind. Ich baue hier noch so ein schönes, vielleicht hier so am Wasser. So, das sieht doch schön aus. Wir bauen hier noch ein neues Gebäude, und also ein neues Gehege. Vielleicht ein paar bisschen Platz lassen, dass wir hier Platz haben für Verwaltungsgebäude, falls wir die brauchen. Hier so am Wasser wäre doch toll. Also ich habe, guck mal ganz kurz, den Dilophosaurus könnte ich bauen, also ausbrüten. Velociraptoren kommen danach noch. Ich mache mal ein Gehege und guck mir das mal an. Wie gefährlich sind denn die hier zum Beispiel? Hier ist er noch irgendwie mal. Attack, Defense. Die sind ja relativ harmlos zum Beispiel. Ich baue trotzdem mal ein neues Gehege. Soll ich das mit Strom machen? Man weiß, was später passiert, wenn der Strom ausfällt, ja? Wenn man gefährliche Gehege hat. Ich weiß halt nicht, wie gefährlich. Also Velociraptoren, die sind halt echt gefährlich. Da muss man immer aufpassen. Das würde man am besten einfach gar nicht bauen. Macht man natürlich trotzdem. Ist ja klar. Wie lange hält das mit dem Strom? Das dauert ja ewig. Ich mache jetzt noch so ein Billiggehege noch. Warum eigentlich? Ich habe eigentlich genug Geld. Es ist so schlimm mit mir. Trotzdem baue ich jetzt noch ein billiges Gehege. So. Weil immer erst was passieren muss, bevor ich lerne. Das ist wie mit anderen. Bleibt mehr Geld für den Ferrari, für den Lambo übrig. So, hier mache ich noch ein bisschen anderen Platz. So, hier. Ein Gehege. Wie groß machen wir es? Muss gar nicht so groß machen. Wir machen das mal so groß wie die Viewing Area auch ist. Das ist eigentlich ganz schön. Hat man ein bisschen Aussicht auch auf den, auf das Meer und so. Muss ein bisschen, das soll ja auch schön aussehen. Nicht so hell. Was? Ist das ein, bei Enclosure ist das mit dabei, oder? Ja. Okay. So, soll ich jetzt schön aufs Meer gucken. Hier so. Hier so. Gucken wir uns mal ein bisschen so. Hier so. Hier so. Okay, und darauf. So. Wenn
Manchmal kann ich überhaupt nicht reden. Wenn ein Zaun keinen Strom hat, kann der Strom auch nicht ausfallen. Das ist nämlich der Vorteil. Guck, das ist, deckt einigermaßen den Viewing-Bereich ab. Hallo, der zeigt es irgendwie komisch an, wenn ich auf den klicke, zeigt er mir den Viewing-Bereich von dem anderen an. Vielleicht, weil er auch kein Strom ist, egal. So, jetzt bauen wir uns so einen schönen Weg hin. Schön mit der Leertaste, das haben wir jetzt ja gelernt. Und Strom braucht man noch. Hier so eine Substation, dann kann ich hier links das Hammond Center hin kloppen. Müsste eigentlich so einen Ausputer bauen nur. Aber weißt du was, ich habe ja genug Geld. Ich baue mir noch so ein Hammond Center hier. Ich habe keinen Bock, die Leute, die Viecher hinterher zu fliegen. Das ist mir zu blöd. So, hier Hammond Center. Ach komm, jetzt mach mir keinen Ärger hier. Warum sind die immer so groß, diese scheiß Hammond Center? Sonst baue ich mir hier einfach so einen Ausputer und fliege den immer durch die Gegend. Ist auch so ein bisschen beknackt. Aber so oft brütet man eh nicht neue aus. Da ist kein Wasser, schreibt aber. Ja, es kommt alles noch. Kann ich hier nachher reinbauen. Jetzt brauche ich mir halt hier so ein Hammond Center hin. Muss das Terrain einebnen, hat geschrieben. Ja, das hatten wir eigentlich schon die Diskussion, dass das eigentlich oft automatisch geschieht. Oder vielleicht auch nur in bestimmten Rahmen. Ich fliege das dahinter. Das sieht ja auch nicht aus. Immer so ein Riesengebäude. Wie sieht denn das aus? Das sieht ja nicht aus. Die ganze Natur verschandelt. So, hier Hammond Center. Kann ich schön in die Ecke stellen. Wie rum habe ich das gerade falsch rumgebaut? Ich glaube, ich habe es genau falsch rumgebaut, oder? Mit der Ecke nach hinten. Ich habe es genau falsch rumgebaut. Ja. Ich habe es genau falsch rumgebaut. Tschüss. Zum Glück haben wir genug Geld. Wie teuer ist das? Habe ich jetzt alles wiedergekriegt, weil ich es rechtzeitig gemacht habe? Ne, 100.000 ist nur so. Jetzt haben wir den Weg hier direkt vorne. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch ein bisschen Zaun drumherum bauen kann. Also hier so ein bisschen Breeding Ground sozusagen. So, wo muss der Zaun angeschlossen werden? So. Dann werden die einfach nur stumpf ausgeflogen, nämlich. Können wir noch ein bisschen den Wald wegmachen? Man sieht hier gar nichts sonst. Danke. So. Ich muss auch gleich noch ein neues. So. Guck, wie schön ich die Kurven bauen kann. Wahnsinn. So, wir bauen schon mal eine neue Power Plant.
baue mich in die Ecke, da ist sonst eh nichts. Okay. Da konntest du jeder Kraftwerk hinbauen. Konntest du es nicht? Man kann ja kein Kraftwerk hinbauen, Kinders. Da ist auch genug Platz und das Terrain, das muss auch wohl alles passen. Probier's nochmal, ob wir es einmal irgendwie vorher uns hier einebnen können, ob es dann geht. Dann wissen wir es einmal. So, alles auf eine Ebene gebracht hier. Ja, eben war was möglich. Da geht was. Storm Warning, ja, ja, gleich. Da ging eben was. Mann! So, hier alle da rein. Tropensturm und so. Ich muss gerade was bauen. Ah? So geht's ja was. Ist ja genau der Weg in die falsche Richtung, egal, wenn es anders nicht geht. Ah? 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 So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ein paar Probleme. Und Zeug und kein Strom und Repair. Okay. Ranger. Add Task hier. Und das. Und wir haben auch ein zweites Ranger-Fahrzeug zum Glück. So, macht ein bisschen was hier. So geht das nicht. Die Leute fühlen sich unsicher. Das geht so nicht. Was ist eigentlich mit dem Hammond Center hier hinten? Hatchery Offline. Das ist alles mit Strom wahrscheinlich gerade. Ja, 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 ja. Improved Output, oh ne, Improved Output 2, wenn schon. Und Reduced Upkeep. Wir müssen das andere mal noch erforschen. Dass die nicht so leicht ausfallen, das ist irgendwie dann schon wichtig. Outage Protection, später ist das schon gar nicht so unwichtig. So, hier, ich will nochmal. Achso, wir müssen ein paar Fossilien hier weghauen. Yeah, schon Kingosaurus mit einer Mücke im Bernstein, so muss das sein. Und gleich wieder welche losschicken hier, schon Kingosaurus. Velociraptoren, das ist noch eine Frage der Zeit, die kommen bald. So, ihr könnt wieder raus aus dem Fallout Shelter. Fallout Shelter 76 ist das nämlich hier. Da dürfen die jetzt mal wieder raus. Unused Power 70. Wir haben jetzt ordentlich Power in petto. Nicht zu verwechseln mit Power Petting. Ist was anderes. Unused Power 34. Jetzt habe ich einmal irgendwo zu wenig Power oder was? Oder heißt das nur, dass es. Okay. Eigentlich könnte ich jetzt ja hier so einen neuen Saurier hier mal basteln. Ein Dilophosaurus. Noch ein bisschen modifizieren. Gucken wir mal, was haben wir denn so? Wir können das Rating ordentlich erhöhen, das ist immer gut. Resilience erhöhen, ist auch gut.
Und die oder die Lebensspanne. Die Lebensspanne, die Viability geht runter. Oh, unter 50% fallen, das ist hart. Nee, dann nicht. Ja, schwierig. 51%, probieren wir es mal. Ja, sonst müssten wir halt noch ein bisschen weiter forschen, dass wir da zu Rande kommen. Dann können wir es hier noch ein bisschen schöner machen. Mal hier im Wald haben wir schon. Oh, guck an. 60% brauchen wir für die Geschichte. So, ein bisschen Wasser. Hier so ein bisschen im Schatten der Bäume. Das finde ich ganz nett. So, und hier so ein bisschen rüber. Das ist doch nicer. So, nochmal hin. Ja, da haben die 60% bald voll. Easy, sage ich euch. So, jetzt brauchen wir hier noch ein Herbivore Feeder. Carnivore Feeder, so rum. Und da wird er ausgebrütet. Läuft doch hoffentlich. Wie sieht's aus mit der Forschung? Lernen wir das mal ein bisschen, falls jemand krank wird. Also das andere wird noch erforscht gerade, deswegen können wir das nicht. Wir verdienen es schon wieder doof und dämlich. Also ich sag euch, diese Dino-Geschichte, das lohnt. Sollte man Aktien kaufen. Von mir. Das lohnt auch. Ich bin nämlich Dino-Park-Weltmeister. Da verdient man sich den Arsch ab. Ich sag's euch. Guck mal hier, die Leute. Das steigt schon ein bisschen in Antizipation. So, hier. Das mal erforschen, falls sie krank werden. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was der so braucht. Wie lange braucht er noch zum Ausbrüten? Hier die Dilophosaurus. 64%. Kann ich nicht sonst irgendwas bauen? Ich mache es noch nicht. Storm Defense Station. Ach, pappalapapp. Oh, so schlecht wäre es eigentlich gar nicht. Wie das schon wieder überall nicht hingebaut werden kann, das ist irgendwie so ein Quark. Warum war das überhaupt ein Weg? Wie schnell die Forschung immer geht hier von diesen Kleinigkeiten manchmal. Genetic Research ist ja ein bisschen geiler werden. Alpine, ja, neue Skins. Neue Skins sind immer gut. Was haben wir hier? Oh. Also ich glaube, ich fliege noch einmal hin zu dem Shunkinkosaurus. Danach gibt es Velociraptoren. Und jetzt gucken wir uns den Dilophosaurus an, der erste. Komm raus da. Man denkt an, die sind so klein, aber die Kleinen sind manchmal auch brandgefährlich. Komm. Yes. Die sind auch gefährlich. Kommen auch aus dem Film. This dinosaur, the Dilophosaurus, lacks front-facing binocular eyes. A trait common to almost every predator. So instead, it hunted by scent. And now, many predators rely on that sense as well. Okay, der wird hier sofort ungemütlich. Okay, don't let this go to your head, but that was some very impressive work on that contract. No problem. So, der wird erstmal jetzt betäubt. Islam Muerta's entertainment division is excelling because of you. So, you're getting a reward on everything. So, möchtest du den lesen?
one of the largest small theropod social groups. Don't tolerate many dinosaurs from other species. Also der wird schnell unzufrieden hier, weil er nicht genug Wald hat. Und der will auf keinen Fall andere in seinem andere Species, also andere Dinoarten haben. So, hier rüber fliegen. Das heißt, wir brauchen eventuell noch ein bisschen mehr. Die machen aber kleine Gruppen. Was soll denn? Gibt es einfach noch zwei davon. Dann haben wir ja drei, jetzt sind nicht so alleine. So. Ich muss gleich noch ein Fieder nachfüllen, das machen wir sofort. Ich glaube, ich baue hier noch ein bisschen Gras. Ein bisschen Bäume. Was haben wir denn hier so? Shrubs, Forest. Bisschen Forest hier so. Vielleicht an der Seite. Ja, ist doch, das ist doch ein bisschen schattig hier, das ist doch nett. Und so ein bisschen hier so. So, so ist doch nett. Wenn es dem hier nicht gut geht, dann weiß ich auch nicht weiter gleich. Asset in Transit. Ich muss ja ganz kurz ein Ranger-Team zum Auffüllen schicken. Sind schon Gäste drin in Antizipation. 19 Stück, ja, ein paar warten schon. Die haben schon den Newsletter bekommen. So, Velociraptor, los geht's. Ganz kurz nebenbei mal noch ein paar neue Contracts annehmen. Request and Progress. Na dann, hier mal Security Division mal was Neues. Security isn't always clean or easy, but it is always necessary. Island Raising auf 3,5 Sterne aufbauen, das schaffen wir ja wohl. Jetzt möchte ich erstmal schauen, wie der Dilophosaurus hier ankommt. Kurz nebenbei mal immer schön forschen. Oh, Enclosures. Was ist da ein Heavy Steel? Das klingt aber ganz gut. Und Viewing Platform. Oh. Auch noch erforschen, was ich alles erforschen kann. So, und jetzt haben wir hier, wo ist der? Der Dilophosaurus da. Na guck, hier fühlt er sich wohl. Genug Wald. Hier ist noch Platz. So, jetzt kann ich es erforschen. Oh, die Viewing-Plattform ist aber auch nice. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob ich einen Velociraptor hier reinsetzen möchte. In ein Gehege ohne Stromzäune. I don't know. Not so sure about this. Eigentlich wäre es schon ganz schön. Ich habe hier noch so viel Platz. Oh, ein Toy-Shop haben wir. Wo kam der denn her? Keine Ahnung. Freigeschaltet. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich nicht irgendwo das hier noch bauen kann. Diese blöde Monorail, das ärgert mich. Ja, probieren wir es mal irgendwie. Irgendwo kriegen wir schon was hin. Vielleicht wenn ich hier die Wege anders an und. Ah! Hier geht's. Hier geht's. Dann können die nämlich hinten gleich zu dem anderen Gebäudetyp fahren. So. Und jetzt hier hinten. Da brauche ich hier zwei Gehege hin. Hier noch eins. Dann hier schon die Monorail Station. So, und jetzt hier schön die Tracks bauen. Schön hier hinten lang. Wo ist die andere Station? Da. Papalapap.
Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. So, aber ich muss mich erstmal um ein paar andere Sachen kümmern. Also die muss ich jetzt mit Wegen anschließen, mit Strom versorgen, mich um einen Toten kümmern, den Dilophosaurus hier rüberfliegen und. Genug zu tun, wie immer, hier in Jurassic World Evolution. Aber es geht vorwärts. Sehr, sehr cool.